Jo Leute, und herzlich willkommen zu der, ich glaube, siebten Folge Daily Dose. He really took a fish for a walk. Bin ich mal gespannt. Let's Hello go. everyone, this is your Daily Dose Wir können es wieder nur in 480p angucken, bei 60 FPS. Da ist mein Computer of raus. Internet. Anyone else ever just take their pet catfish out for a walk when it floods? Was zum Teufel? Ja, aber hat er das wirklich in der Hand? Da ist es überflutet und er hat so einen Katzenfisch. Ist das nicht sogar ein Katzenhai? Oh my Oh God. Gott. In case you didn't know, hydrogen-powered cars are now available on the market. Hydrogen betrieben, also mit Wasser betrieben Auto. This is what it's like to fill up the gas tank of a hydrogen-powered car. This cat stole some chicken and then tried to run away. Hey, not your chicken! Not your chicken! Das Chicken für sich haben. Der Bruder. Die Bruderin. Oh, oh. Man, he just put it on. Ich glaube, das war nicht geplant. Ich weiß nicht, ob es ihr wehgetan hat. Naja, sie hat ihr den Kopf eingezogen. Ah, zwischendrin wieder so richtig schöne Clips. Sehr geil. Das feiere ich immer in Daily Dose. Zwischendrin was Lustiges, was Erschreckendes und dann wieder so einfach eine schöne Szene. Oh, da ist eine Brücke, ne? Okay, krass. This cat was talking in its sleep. Alter. The giant African land snail is the largest. Ach du, oh mein Gott, das ist ja. Boah, das ist ja widerlich. Giant African land snail. The snail species in the world. They are so large that they can take up the length of a person's entire forearm. Bah. Alter Scheiße, ist die fett. Krass. Na, also die möchte ich nicht auf der Hand haben. Boah, schön, Double Backflip. Präzise, clean. Sehr, sehr schön. I posted this video of me petting a horse on my Instagram and I receive hundreds of comments from people asking what the mask is for. Okay. During the spring and summer, the insects can be very annoying, so this mask protects the horses from flies. Auch interessant zu erfahren. Diese Masken werden benutzt, damit die Augen und das alles von den Fliegen geschützt wird. Na, das ist gut. Aber ich hoffe, die sehen da genug, aber müssen sie ja. The horse is still able to see through the mask just fine. Gut. Das ist ja nice. Weil das würde mich als Tier auch so hart abfacken, diese ganze Fliegen, das ist ganz extrem bei so Tieren. Oder bei Kühen, boah. Ganz schlimm. This is how relaxing it is to be a crane operator at a construction site. Also, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst, für mich wäre das nicht so Relaxation. Aber der Typ scheint da sein Leben auf jeden Fall zu chillen. Sieht dann doch etwas. A basking shark was spotted. Aber muss ich ja trotzdem konzentrieren. Okay, ein Shark. Started swimming next to the ship. Boah, der Hai sieht aber ganz schön krass aus, ne? Das sieht so kantig aus. They are totally harmless and are the second largest type of shark in the world. Die zweitgrößte Haiart, die es gibt auf der Welt. That's the end of this video. I really Walhai ist es nicht hope you enjoyed. And I'll see you guys again very soon. Walhai ist, glaube ich, der größte. Person. Later. Bullenhai? Weiß nicht. Okay, das war's von dieser Daily Dose of. Daily Dose of Reaction, wollte ich sagen. Daily Dose im Internet. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.